Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so den ihr euch dazu entscheiden solltet. Und ihr seht, das Spiel vielleicht ist ein bisschen hübscher als das letzte Mal. Was daran liegt, dass ich ein bisschen geguckt habe, was man noch so ändern kann, damit das Spiel ein bisschen mehr aussieht wie auf der Switch. Ich habe das extra verglichen mit der Switch und hin und her. Und genau. Und jetzt sieht es einigermaßen gleich aus. Nur halt schärfer. Durch den Emulator. Und es kann natürlich immer noch sein, dass wir Emulator-Probleme haben. Ich bitte es zu verzeihen. Ich habe die aktuellste Version drauf. Ich habe nochmal frisch Shader gecached. Und ja, mal gucken, ob wir wieder Probleme haben werden. Man muss dazu sagen, wenn ich das lokal teste, ist das was anderes, als wenn ich aufnehme und dabei auch noch streame. So, aber jetzt zeige ich euch erstmal einen ganz schönen Trick. Ich zeige euch einen schönen Ort. Potato ist ja der Zelda-Experte. Das wisst ihr ja. Wenn ihr irgendwo Tipps braucht für Zelda... Oh, da war gerade ein Grafikfehler. Den habt ihr nicht gesehen. Da habt ihr nicht hingeguckt, diese Grafikfehlerwand. Wenn ihr mal zwei gute Bögen braucht. Ihr braucht natürlich ein bisschen Ausdauer dafür, um da hinzukommen. Aber wenn ihr zwei wirklich gute Bögen braucht. Die ein bisschen was aushalten. Und die ordentlich Damage machen. Dann zeige ich euch jetzt, wo ihr die findet. Ihr braucht den ersten Tempel, weil ihr müsst mit ihm hier euch dahin pusten. So viel Ausdauer kann man gar nicht haben, um dahin zu gleiten, glaube ich. Und ihr braucht, glaube ich, ungefähr zwei Räder voll Ausdauer, würde ich jetzt sagen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. So, wir haben es gleich geschafft. Da unten ist auch noch ein Schrein, den werden wir auch noch machen gleich. Nee, gestern haben wir das Master Sword nicht getestet, aber wir werden heute das Master Sword testen. Ich habe es vorhin schon getestet. Alleine, ohne euch, wegen Shader und so. Aber, man mag es mir verzeihen. So, ihr kommt jetzt hier an, ja? Und ihr seht jetzt schon da vorne an dem Dach, da ist irgendwie sowas abgebrochen. Da liegt was Leuchtendes. Ne? Da liegt sowas Leuchtendes. Und das ist hier einfach der Schattenbogen. Dieser Bogen befand sich lange im Besitz der Königsfamilie. Eine Prinzessin soll mit ihm die Monster der Schatten bekämpft haben. Seine Pfeile fliegen kraftvoll über große Distanzen. Und das war noch nicht alles, Leute. Als wäre das schon alles gewesen. Also erstmal ist die Musik hier sehr cool. Und keine Sorge, hier trifft man Ganon scheinbar nicht. Also ich habe zumindest nicht gemerkt, dass er irgendwo wäre. Also Ganondorf, der ist hier nicht. Ich habe schon geguckt, als ich gerade in den Shader gerechnet habe. Garde-Hellebarde ist auch nicht schlecht. Ist eine sehr gute Hellebarde, muss man sagen. Ist aber nicht das, was ich wollte. Das, was ich wollte, ist, glaube ich... Oh, muss ich überlegen, wo das nochmal war. Aber es gab ja auch noch einen anderen. Ah, da ist er, der Bogen. Hier ist noch der zweite Bogen. Der richtig gut ist. Nämlich der Königsbogen. Der König von Hyrule belohnte die besten Bogenschützen unter seinen Rittern mit diesem Bogen. Nicht nur prachtvoll gestaltet, sondern auch überaus mächtig. Bitte sehr, da habt ihr zwei richtig gute Bögen. Vor allem fürs Early Game. Nehme ich mal stark an. Und einen goldenen Rubin. Ins Schloss gehe ich nicht rein. Ich habe zu viel Angst, dass hier irgendwo doch irgendwo der Ganondorf ist. Wir machen aber den Schrein auf jeden Fall. Oh, hier liegt auch noch was. Nee, das... das ist nur kaputt. Das Schloss ist übrigens ein Tempel. Deswegen mache ich ihn jetzt, glaube ich, auch nicht, weil es ein Tempel ist. Ich habe ein bisschen Sorge. Warte mal. Weil es wird als Tempel dargestellt, deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, dass ich jetzt vielleicht tatsächlich zum Ende des Spiels gehe. Und ich könnte es ja, ich habe das Masterschwert. Hier ist ein Soldatenbogen, okay, den habe ich vorher noch nicht gesehen, aber der ist nicht so. Das Schloss mache ich dann, wenn die Story mich dahin schickt, glaube ich. Weil ich kann ja Ganon jetzt besiegen, ich kann Ganondorf jetzt besiegen. Ich sage immer Ganon, aber ist es jetzt Ganondorf, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Das weiß jeder Zelda-Fan, dass das nicht das gleiche ist. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht wirklich Ganondorf, es ist ja so eine Mischung aus Ganondorf und Demise, ne? Aus Skyward Sword. Weil es fiel mir nämlich auf mit diesen roten Haaren und alles, mit diesen langen roten Haaren. Oh, hier ist noch ein Gardebogen.
Alle sind scharf drauf. Also erstmal will ich den Tempel machen. Danach kann man mal noch gucken. Wo war denn jetzt der doofe Tempel? Tempel! Warte mal. Ah ne, die Wurzel haben wir ja unten noch nicht. Tempel. Boah, die Musik hier. Aber schön, dass es wieder Tempelmusik gibt. Ich habe den Tempel doch vorhin noch von unten gesehen. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr. Warte mal, der war irgendwo in Richtung Norden, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man Ganondorf hier treffen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob der wirklich hier ist. Ich frage mich auch, was das für einen Sinn machen würde, wenn er im Schloss ist. Weil das Schloss ist ja das, was ihn verbannt hat. Ja gut, das könnte natürlich zu verhöhnen sein, ne? Wegen hahaha. Jetzt bin ich in dem Schloss, was mich einst gebannt hat. Nee, ich will das Ende des Spiels noch nicht sehen. Also ganz ehrlich, ich möchte es echt nicht sehen. Ungelogen. Ich möchte erstmal alle Schreine machen, weil das finde ich einfach, ich finde es epischer, wenn man mit allen Schreinen und vollem Leben dahin geht und voll gewappnet. Stützstruktur. Okay. Oh. Direkt erstmal abgestürzt. Das ist, ja, sag mal, Das wirkt auf jeden Fall erstmal direkt gut, oder? Direkt erstmal abstürzen. Und das im Part, naja, was soll ich machen? Jetzt kann ich es nicht verändern. Jetzt ist es nun mal so. Jetzt habe ich euch den Bogen und alles gezeigt, jetzt muss ich das durchziehen. Ja, sowas kann passieren. 7000 Shader habe ich übrigens gerade eben gecached. Ich glaube, der speichert immer, wenn man in den Schrein reingeht. Also ganz so schlimm ist es ja jetzt nicht. Solange es jetzt nicht öfter abstürzt, ist alles gut. Und im schlimmsten Fall habe ich noch die alte Version von dem Emulator, wo es besser gelaufen hat. Die aber dafür andere Probleme hat. Also ist alles so ein bisschen schwierig. Ist das doch nicht perfekt? Warte noch 2-3 Wochen, dann ist der Emulator perfekt, aber... Okay, siehst du, jetzt stürzt nicht ab. Wunderbar. Und jetzt? Was bringt mir das? Ah, ich weiß, was mir das bringt. Ich drück immer die falsche Taste. Easy. So, wo ist die optionale Truhe? Hier ist sie noch nicht. Ach. Ja. Oh. Ach, warte mal. Ich hab eine Idee. Links. Ups. Okay, hier ist die optionale Truhe und man darf nicht. Ha. Okay. Darf man tricksen eigentlich? Ja, oder? Tricksen ist aber bestimmt erlaubt. Ah. Wenn das Ding hier durchpasst.
Na komm schon. Als ob das diagonal nicht durchpasst. Doch. Na komm schon. Na komm, ich weiß, dass das geht. Na komm. Ich kann Möbel transportieren, ich weiß, dass das da durchpasst. Ah, ich glaube, das wird nichts. Jetzt steckt's fest. Na dann mach es halt so. Moment. Weil ich habe eine Idee, wie ich darüber komme. Ich wollte es halt nur einfacher machen für mich. Dann machen wir es halt auf die Weise und wie das Spiel das, glaube ich, will. Ich glaube, es wäre sogar sinnvoller. Aber ich glaube, es ist egal, ob ich das ein bisschen seitlich dran mache. Aber bekanntlich geht probieren über studieren, ne? Oh, warte mal. Ach doch, ja, das kann ich ja so schräg drauf packen. Und dann noch so. Wow. Das ist ja fast auf meinen Kopf gefallen. Mir fällt gerade auf, das muss man ja sowieso so machen, um da hochzukommen, ne? Ah, interessant. Warum kann ich das nicht mal höher machen jetzt? Ich krieg's nicht mehr da oben drauf. Achso, weil ich an der Stelle hier anpacken muss, ne? Ja, okay. Als ob die das genau abgemessen haben, dass das nicht passt. Ups. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube nicht, ne? Ne, das reicht nicht. Okay, ich kann das hier machen, ne? Also ich kann... So komme ich, glaube ich, da hoch. Also kommen wir da hoch. Das andere ist ja dann einfach. Ich muss es mitnehmen, damit da steht, dass ich das abgeschlossen habe. Und danke für das Kompliment, dass es smart war, die Lösung. Es gibt auch eine andere Lösung dafür, die noch einfacher ist. Wo man nicht so balancieren muss. Aber warum einfach, wenn man es doch schwer machen kann? Vorausgesetzt, ich komme jetzt hier durch, aber ich müsste eigentlich hier durch die Ecke durchkommen. Ja. Hm?
Man muss auch bedenken, wir müssen gerade Schreine machen. Guck mal auf meine Lebensanzahl, ne? Ich habe 3 Herzen. Weil ich alles in Ausdauer gepumpt habe. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt irgendwie mal für mehr Herzen sorgen. Wird Zeit, ne? Selbst eigentlich sogar bevor wir in den Untergrund gehen, aber. Wir gehen jetzt trotzdem mal kurz in den Untergrund. Dass alle Leute so, pass auf, da ist doch bestimmt Ganondorf. Nein, da ist er nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe schon geguckt, da ist er nicht. Und hier ist er auch nicht. Offensichtlich. Offensichtlich ist er hier auch nicht. Der olle Sack. Versteckt sich vor mir. Smart von ihm. Das ist smart von Gennendorf, dass er sich vor mir versteckt. Offensichtlich. Aber wo ist er denn? Gennendorf, hallo. Ich bin da, ich habe das Masterschwert. Ja. Er ist nicht hier. Der ist einfach nicht hier. Ja, der ist einfach nicht da. Der ist einfach nicht zu Hause. Weiß auch nicht, ziemlich lahm von ihm, oder? Der ist nicht da. Übrigens auch nicht der Gang, wo wir am Anfang hingegangen sind. Also hier rennt runter. Ich habe den Gang nicht gefunden. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt gehabt. Vorab, ich war ja neugierig und wollte gestern noch mal ganz kurz gucken. Aber ich habe ihn nicht gefunden, den Gang. Weil ich wollte ihn mit euch zusammen jetzt angucken, in diesem Part eigentlich. Um diese Steine wegzumachen und das letzte Wandbild zu sehen. Aber ich finde diesen Gang hier nicht. Ich habe alles durchsucht. Unten sind so komische Feuerraubschleime, aber da ist auch nur eine Sackgasse. Das ist auch nichts. Ja. Das war alles, was ich mir habe quasi spoilern lassen, dadurch, dass ich hier unten war. Mehr habe ich noch nicht herausgefunden. Ich weiß nur, dass Gennendorf nicht hier ist. Der ist auch nicht im Schloss gefühlt. Also ich war ein bisschen im Schloss unterwegs, aber da war nirgendwo Gennendorf. Ja, ich denke auch, dass auf dem Wandbild Zelda ist, ja. Das vermute ich auch stark, aber ich will es halt wissen. Ich will es halt sehen. Aber hier ist auch nicht der Gang oder so. Und da unten ist halt echt kacke, da will ich nicht hin. Da komm mal schwer wieder raus aus diesem Loch. Ich nehme an, der Gang wird dann im Schloss sein oder so, aber... Meinst du jetzt im fliegenden Schloss oder meinst du in dem, was noch übrig ist unten? Das ist natürlich eine wichtige, interessante Frage, ne? Hm. Aber ich sehe ihn hier halt wirklich nicht. Und wir haben hier auch keinen... Hier ist Wand, also... Oh, ein Grafikfehler irgendwie, ganz komisches... LOD, seht ihr das? Wie der Boden sich da absenkt vor mir? Ganz komisch. Hm. Interessant. Vielleicht ist es auch weiter oben? Ah. Nee. Hi, Blizzy. Ich wünsche auch dir einen guten Abend. Ja, wir können es ja wieder raus teleportieren, weil sonst ist hier, glaube ich, nichts. Wir können ja einmal gucken. Wir können einmal rumfliegen immer wieder. Nein, da ist nix. Hm. Da ist ein Loch? Nee. Sah nur so aus. Das sah nur so aus. Nee, da oben an der Wurzel ist auch nichts.
Es ist ja eindeutig der Ort, an dem wir am Anfang waren. Das ist ja direkt unter dem Schloss. Das hat der Ganondorf hier gemacht, diese Säule. Sind wir schon so weit unten, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es hier ist. Weil so weit unten waren wir nicht, glaube ich. Zelda ist ja ein gutes Stück gefallen, also. Ach stimmt, das Ding ist auch komplett Miasma. Die Wurzeln sind Miasma. Ja, und jetzt sind wir gleich auch ganz unten. Vielleicht ist der Weg auch komplett mit Miasma voll. Ja, hier sind die Raubschleime, von denen ich gesprochen habe, ne? Die Feuerraubschleime. Ah, sind sogar Elektro. Sollten wir jetzt echt mal einen guten Bogen nehmen. Bin leider auch nicht genug Pfeile, um die alle zu töten. Ja, dann sind noch zwei weitere, ne? Ich kann es ja einfach mal zeigen. Und es ist auch nicht viel, ne? Ich glaube, vielleicht geht's hier doch zu Ganon. Oh, ein Leune. Ah, das ist aber der Ort, wo wir herkamen. Wenn das? Ich glaube, hier unten geht es aber nach Gennendorf, oder? Wenn da sogar eine Leune ist und so. Na ja, gut, wir speichern ab und wenn der Gandalf ist, gehe ich wieder raus. Aber sowas von schnell. Eben nur hatte aus und dann weiter zurückgehen. Mit drei Herzen werde ich Gandalf nicht besiegen. Wenn ich den irgendwo sehe, bin ich sofort weg. Aber sowas von. Da könnt ihr aber davon ausgehen. Ich bin sowas von weg, wenn hier Gandalf ist, aber sowas von.
Ich glaube gar nicht, wie schnell ich hier weg bin. Ich bin Weltmeister im Wegsein. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin weg. Die Macht der Weisen kann diesen Ort nicht erreichen. Okay, Leute, ich bin weg. Das ist so eindeutig. Das ist so eindeutig, wo wir hier gerade sind. Nee. Ich gehe nicht zu Gendorf. Also wir wissen, wo das Ende des Spiels ist. Das ist schon mal schön, oder? Hier unten ist das Ende des Spiels. Jetzt habe ich gerade Werbung auf Twitch. Das kann ich gleich so tun, als hätte Ganon uns umgebracht. Ganon hat uns einfach in die Luft geschmissen. Ja, Ganon hat uns einfach in die Luft geschmissen. Ich weiß auch nicht. Da war Ganondorf und er hat uns einfach weggeschmissen. Nein, Spaß. Ich bin gegangen, nachdem da stand, die Macht der Weisen wirkt hier quasi nicht. Ab da wusste ich, okay, wir sind auf dem Weg zu Ganondorf. Gehen wir noch ein paar Räume weiter, sind wir bei ihm. Deswegen habe ich gesagt, nein. Nein. Wir wollen das Ende des Spiels noch nicht sehen. Nicht bevor wir nicht die ganze Karte aufgedeckt haben. Aber jetzt wissen wir, wo das Ende des Spiels ist. Ich weiß nicht, wie Speedrunner das jetzt machen. Aber ich glaube, das ist ganz schön schwer, dahin zu kommen. Mit 3 Herzen. Ich hatte ja auch schon Probleme. Ich glaube, das haben sie absichtlich so eklig gemacht. Mit dem Miasma und den ganzen Gegnern da. Und den ganzen fliegenden Gegnern und den Raubsteinen, die einen schlucken können. Ich glaube, das haben sie komplett mit Absicht gemacht. Damit Speedrunner es nicht mehr ganz so einfach haben. Ja, ich hatte schon Schiss. Mir ging der Schießmuskel aber steil, du. So viel Angst hatte ich. Ich wollte da nicht rein. Mit 3 Herzen. Mit 20 Herzen, okay. Mit 40 Herzen, gerne. Aber so... Oder meinst du die Werbung? Wir haben schon lustig drüber gemacht, weil ihr dann denkt, oh mein, jetzt verpasse ich Ganondorf. Und der Endkampf mit 3 Herzen. Potato, der Superexperte, der mit 3 Herzen zu Ganondorf geht. Wenn wir irgendeinen Gegner begegnen, ja. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass wir auch jemandem begegnen. Mir fällt gerade ein, was mache ich hier eigentlich Dummes? Wieso bin ich so dumm? Wir gehen einfach zu dem Schrein hier hin, da können wir direkt zum Turm springen. Manchmal bin ich echt ein bisschen blöd, ne? Aber ich sag das ja auch immer, Kartoffel ist doof. Das ist halt so. Ich bin ganz schön doof. Muss man mögen. Dann kann man hier zuschauen. Wenn man damit ein Problem hat, wenn jemand sehr doof ist, dann bin ich vielleicht der falsche Streamer oder der falsche Let's Player. Doof, aber lecker, ja. Aber hier Hauptsache lecker. Sagt meine Mama immer. Hauptsache lecker. Stets lecker. Lecker. Lecker Schmecker. Gib mir Pfeile. Gib mir mehr Pfeile. Na, waren 2 Pfeile. So, Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der Turm ist.
Stimmt, wir können auf der Karte ja natürlich nicht sehen. Ah, der Turm ist direkt unter uns, siehst du? So easy. Easy peasy. So einfach kann's gehen. Auf nach unten war. Stell dir mal vor, ich vergesse jetzt einfach den Paspara-Segel zu ziehen. Bam, tot. Ah, das wäre so lustig. Guten Abend, so trifft man sich wieder. Ah. Es tut mir aufrichtig leid, es gibt da ein kleines Problem. Was gibt's denn? Oh. Ich hatte gehört, dass die Vorrichtung Kartografierturm kaputt ist, also kam ich hierher, um sie zu reparieren. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm hineingelangen kann. Die Tür ist nicht abgesperrt oder sonst verriegelt, wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sie sich kein Zentimeter. Aber natürlich weiß ich, dass es sich um eine Schiebetür handelt, so ein dummer Fehler passiert mir doch nicht. Ich habe Hunger vom vielen Nachdenken, vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. Genau, es gibt da eine Höhle unten an diesem Hügel. Als der Kartografierturm gebaut wurde, habe ich dort oft nach Pilzen gesucht. Hier in der Nähe muss es ja sein. Ah! Ah! Danke für die Rubine. Schnell, lauf in die Höhle, mein Kleiner. Wie viele Steine dürfen es sein? Ja. Man kann die nicht mit Bomben kaputt machen, oder? Ich glaube, die gehen nicht mit Bomben kaputt. Ich hab dich gehört, mein Guter. Oh nein. Oh, Diamant. Warum wackelt es hier so? Ihr seht das auch, ne? Es wackelt hier voll. Es wird hier irgendwie ein Vulkan ausbrechen. Der Ausgang war wieder zu. Ach so, das war das Beben. Oder wie? Hä? Die Decken eingestürzt oder was? Versteh's nicht. Hä?
Okay, der Part ist schon wieder viel zu lang, aber egal. Scheiß drauf. Solange es Spaß macht. Wir müssen aber irgendwas essen. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist jetzt hier. Weiß ich nicht, Äpfel zu essen. Aber wir müssen was essen. Mal einschlagen, wir sind tot. Das finde ich nicht so geil, die Situation. Oh, ein Goshin-Schild. Kleiner Holzschild des Shika-Stamms. Deine charakteristische Form soll dazu dienen, die Beweglichkeit des Trägers zu bewahren und tote Winkel zu vermeiden. Na komm, wir haben jetzt so geile Schilde mittlerweile, ne? Eieieiei. Waren wir aber schon. Na gut. Ja gut, wir müssen ja nichts hier machen. Wir müssen ja nur hier hin. Moment. Wir müssen ja nur hier hin. Genau hier hin. Und da durch die Decke. Ah. Das erklärt, warum die Tür nicht aufgeht. Was? Die Tür ist offen. Könnte es sein, dass du sie für mich repariert hast? Wie bitte? Die Tür ließ sich nicht öffnen, weil Stöcke drin steckten? Ich frage mich, ob einfach ein paar Äste umgefallen sind oder ob es sich um einen Streich eines Monsters handelt. Jedenfalls bin ich gerettet, danke dir. Nun, die Mechanik läuft nicht so rund, wie sie sollte. Ich werde sie einfach ein wenig ölen. Na bitte. Ist ja wahrlich kein großes Problem, also war ein bisschen Öl die Lösung. Na gut, ihr solltet mich beeilen, also müssen wir uns hier verabschieden. Lass mich raten, das Masterschwert... Ich rate jetzt einfach mal, wie viel Schaden das macht. Wenn es keinen Schaden hat, wirkt das auf mich wie eine One-Hit-Waffe. Aber dann hat man vielleicht nur 20 Schläge oder so und dann ist sie weg. Keine Ahnung. Wobei ein 9 mit One-Hit kann ich mir nicht vorstellen. Mm-mm. Ich kann mir wirklich viel vorstellen in dem Spiel, aber dass man 9 mit einem Schlag töten kann, gehört nicht dazu. Das stimmt, das tue ich auch. Ich erwarte mindestens, keine Ahnung, 100, 200 Schaden oder sowas. Ich warte schon heftig viel Schaden. Ich glaube, im ersten Teil waren es 30, ne? Und wenn es leuchtet, 60. Und wenn du es voll aufgeladen hast mit dem DLC, auch immer 60. Dann erwarte ich mindestens das Doppelte. Also 120. Ist jetzt permanent aufgeladen mit heiliger Energie. Dann erwarte ich mindestens 120 Schaden eigentlich. Womit viele Gegner One-Hit sind. Und das fände ich auch gut so, weil... Ich habe ja viel getan für das Masterschwert. Ja, so, das ist ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Ein Riss in der Raum-Zeit-Kontinuum erzeugen mit dem Masterschwert, ich weiß ja nicht. So, meine lieben Freunde, aber was uns hier unten erwartet, auf diesen Himmelsinseln, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.